Herr Stingelmeier, als Geschäftsführer des VLV Ferkelrings haben Sie sich sehr für die Beibehaltung des Ferkelschutzkorps eingesetzt. Warum? Frau Kachsberger, weil schlicht und ergreifend um die Existenzerhaltung der österreichischen Ferkelerzeuger geht. Ohne diesen Ferkelschutzkorb würden jährlich in Österreich etwa 500.000 Ferkel, neugeborene Ferkel, erlegt werden. Und deswegen setzt man den Ferkelschutzkorb ein, dass das verhindert wird, dieser unsägliche und unnötige Tod von neugeborenen Ferkel. Es geht nicht nur um den Schutz der Muttersau. Das war der Grund damals des Vereines gegen Tierfabriken, wo sie gesagt haben, die Sau muss frei laufen, sondern es geht in diesem Zeitbereich auch um den Schutz der neugeborenen Ferkel. Und deshalb haben wir uns dementsprechend auch eingesetzt und eine Lösung gefunden, dass die heimischen Ferkelerzeuger auch weiterhin wettbewerbsfähig Ferkel erzeugen können. Dankeschön für Ihre Stellungnahme. Herr Haslehner, Sie sind von der Firma Schauer. Sie haben bei uns zwei Abferkelbuchten ausgestellt, wo Muttersauen ihre Jungen zur Welt bekommen. Können Sie uns die Systeme ein bisschen erklären und wie funktioniert das? Ja, wir haben da im Hintergrund die neue Abferkelung mit 5,5 Quadratmeter im Aufbau. Und zwar diese Abferkelung zeichnet sich dadurch aus, dass die Sau in den ersten Tagen eingesperrt ist, was ganz wichtig ist, damit es weniger Ferkelverluste gibt. Und dann ist die Bucht so konstruiert, dass man, wenn man jetzt zu den Ferkeln rein muss oder die Sau auslässt, dass der Käfig von außen bedient werden kann und die Sau fixiert bzw. ausgelassen werden kann. Es gibt da verschiedene Rostsysteme. Was ganz wichtig ist, ist auch, dass die Sau einen ganz guten Stand hat, damit es zu keinen Sitzenverletzungen kommt. Die Firma Moser hat uns hier ganz interessante Produkte ausgestellt. Zum einen einen Lüfter und zum anderen eine PV-Anlage. In welchem Zusammenhang stehen diese beiden Gerätschaften? Ja, die Firma Moser kommt aus der Lüftungstechnik. Wir sind seit 30 Jahren Lüftungsanlagenbauer für die Stalllüftungen. Und das hat sich ergeben, dass wir aus dem aus die Photovoltaik ins Programm aufgenommen haben. Wir sind ein Elektrobetrieb und die Elektriker haben dann die Photovoltaik auf die Dächer aufgemacht und produzieren damit den Strom, den wir brauchen, dass wir die Lüftung betreiben. Unter anderem sind wir natürlich auch dahinter, dass man nicht nur Strom produziert, sondern auch Strom spart. Mit Energiesparlüftungen und Frequenzumrichter lässt sich das super realisieren. Das ist unser Thema. Mhm. Dankeschön. Bitteschön. Franz und Anni, wir sind da auf euch am geschlossenen Schweinebetrieb. Herzlichen Dank einmal, dass wir überhaupt bei euch sein dürfen. Wir wissen das sehr zum Schätzen, dass wir euch auch so einen Kirtag auf gut Deutsch gesagt fabriziert haben. Ich hätte jetzt gern von euch ein bisschen was zu euch am Betrieb gewusst. Kannst du mir euch am Betrieb einfach einmal ein bisschen kurz vorstellen? Was soll ich dazu sagen? Also wir sind ein Zucht- und Mastbetrieb und bewirtschaften unseren eigenen Grund und haben ein Grundstück, 25 Hektar Eigengrund und 12 Hektar Bachgrund. Und ja, so haben sie ungefähr 55 Zuchtsau und 300 Mastsau. Und ich wünsche halt noch alle heute einen schönen Tag, besonders dir, Gudrun. Dankeschön. Meier Karl, du bist Funktionär beim VLV Mestering. Darf ich dich fragen, für was der VLV Mestering steht? Ja, der VLV Mestering ist also für die gemeinsame Vermarktung zuständig und versucht also hier bestmögliche Produktionen bestmöglich auch zu vermarkten. Es sind aber auch sehr viele Arbeitskreise, die aktiv arbeiten, wo es darum geht, in erster Linie um die Produktion, um die Qualitätsproduktion und für den Konsumenten bestmögliche Qualität zu bieten. Darf ich Ihnen kurz eine Frage stellen? Warum schauen Sie noch heute bei dem Wetter die Wartburger Hofraus an? Ja, mich interessiert das immer, was Bauern machen und erzeugen.
nachdem dass ich auch von einem Bauernhof bin, interessiert mich das immer. Super, freut mich. Renate, du hast die Ausbildung zur Seminarbäuerin gemacht. Was möchtest du mit deiner Tätigkeit vermitteln? Ja, ich möchte dem Konsumenten mitteilen, dass er österreichische Produkte kaufen sollte und ich möchte ihm auch mitteilen, wie er österreichische Produkte erkennt, dass er beim Einkauf kritisch ist, dass er schaut, dass er regional und saisonal einkauft. Also es ist ja so sehr verlockend in die Supermärkte, die Produkte sind rund ums Jahr alle erhältlich, wenn man jetzt Obst, Gemüse anschaut und es ist so, dass man schauen sollte, dass man unsere Produkte dann kaufen, wenn sie bei uns reif sind. Und beim Fleisch, dass man auch österreichische Qualität bevorzugt. Danke für deine Ausführungen. Danke. Dann bist du der Gäste. Und das ist die dritte Karte. Super. Was ist eigentlich das dritte Karte? Jetzt kriegst du ein Stempel. Gehst du dir? Schau her. Aber wir müssen das schnell.